Ja gut, dann auch ein abendliches Moin von meiner Seite. Ich bin Jan, ich bin hier vom Hermann-Bindung Celle. Das ist ein ortsansässiger Ruder- und Segelverein. Wir haben unser Bootshaus hier in der Fritzenwiese. Und ich habe für den heutigen Abend für euch ein bisschen was aus dem Ruderprogramm mitgebracht, aus unserem Ruderlandtraining. Es ist ein Training, was wir Stabi-Training nennen, also eins, das vor allem hier so ein bisschen auf den Rumpfbereich abzieht. Das ist, denke ich, auch in Tagen des Zuhause-Hockens auch ganz praktisch. Und das wird folgendermaßen ablaufen. Wir fangen an mit einer, also ich gehe mal davon aus, dass alle noch warm sind vom Tanzen. Und wir fangen zuerst an mit einer kleinen Runde Mobilisation. Dann stelle ich einmal ganz locker, ganz langsam die Übung vor, die ich machen möchte. Und dann machen wir so zwei kleine Intervall-Trainingsrunden. Eine erste, ganz, ganz normal, ganz basic, und dann nochmal eine zweite, wo ich ein bisschen Abwandlung der Übung mit reinbringe für die, die möchten, die da nochmal ein bisschen den erhöhten Anforderungsgrad haben wollen. Gut. Und dann fange ich auch schon mal direkt an. Wir begeben uns einmal auf die Matte oder ins Wohnzimmer oder wie auch immer. Wir fangen an mit ein bisschen Mobilisation. Dazu gehen wir in den Liegestütz tatsächlich, greifen hier in etwa Schulterbreit. Die Hände sollten unter der Schulter sitzen. Wir bilden eine Linie mit unserem Rumpf. Der Hintern ist ein bisschen angespannt, der Bauch auch. Und dann fangen wir an und setzen unseren rechten Fuß, diesen, einmal neben unsere rechte Hand auf den Boden. Wir achten dabei, dass die Linie in unserem Rücken erhalten bleibt, dass der Hintern ein bisschen angespannt ist, das Knie nicht zu weit vom Körper weg sitzt, und wir hier weiterhin eine Linie haben. Dann nehme ich meinen rechten Ellenbogen und führe ihn einmal zur Ferse meines rechten Fußes runter. Wer dann sehr beweglich ist, kommt sogar teils auf den Boden. Wichtig ist, dass sie hier nicht wegklappt oder aus der Linie rausgeht im Körper. Bringen wir einmal ein bisschen zum Boden, stretchen hier ein bisschen, das darf ruhig ziehen, und öffnen dann nach oben weg. Ich strecke meine Hand zur Decke, bilde eine Linie mit meinen Armen und gucke mit dem Kopf hinterher. Dann gehe ich wieder runter, bringe meinen Ellenbogen zur Ferse, stretche ein bisschen und gehe wieder hoch und strecke mich hoch zur Decke, gucke der Hand hinterher. Am besten atmen wir nach unten. Ein. Ja, ein, nee, ein nach oben und nach unten aus. So, jetzt habe ich auch den Faden wieder. Einmal nach oben einatmen und nach unten ausatmen. Und das halt ein paar Mal in der Seite. Immer schön die Arme in eine Linie bringen, der Hand hinterher gucken und beim Runtergehen den Ellbogen zum Hacken hinbringen. Ein letztes Mal. Und wir setzen unsere Hand wieder neben dem Fuß auf. Dann gehen wir wieder in Liegestütz und die andere Seite ist dran. Ich setze meinen linken Fuß neben mein linkes Bein. Jetzt nehme ich den linken Ellenbogen und verfahre analog, bringe meinen linken Ellbogen runter zu meiner Ferse und strecke mich dann nach oben raus. Die Arme wieder in eine Linie bringen, runtergehen, den Ellbogen zur Ferse. Richtung Boden und oben rausstrecken. Genau, einmal ausatmen und einatmen beim nach oben gehen. Den Ellbogen zur Ferse wieder und nach oben strecken. Ein letztes Mal. Nach oben strecken und das reicht. Gut. Anschließend legen wir uns einmal auf den Boden. Jetzt haben wir schon ein bisschen was für den Hüftbereich getan. Jetzt machen wir mit der Brustwirbelsäule weiter. Wir legen uns erstmal lang auf den Boden. Wir fangen mal an und heben unser linkes Knie so einen rechten Winkel. Das rechte Bein ist gestreckt. Und ich nehme jetzt quasi meinen Ober- und meinen Unterarm im rechten Winkel einmal über meiner Nase zusammen. Und kippe jetzt zur rechten Seite, dass das gestreckte Bein unten ist. So. Das Bein bleibt gestreckt. Bein und Körper bildet jetzt eine Linie. Der Ober- und Unterarm ist rechtwinklig abgeklappt. So. Jetzt nehme ich meinen oberen Arm und öffne mich hier einmal und bringe den Ellbogen in Richtung des Bodens der gegenüberliegenden Seite. Wichtig ist, dass ich hier
in einer Linie bleibe und nicht mich verdrehe im Oberkörper. Auch wer hier sehr gelenkig ist, kommt mit dem Ellbogen bis zum Boden. Andererseits, so weit wie möglich, ihr hier in einer Linie bleiben könnt und die Beine ruhig liegen bleiben. Meine Hüfte ist auch auf dem Boden, macht gar nichts, ist ganz locker und entspannt. Und ich probiere mich hier im Brustwirbelsäulenbereich ein bisschen zu mobilisieren. Gut. Das reicht. Wir drehen uns wieder in die Mitte. Ich drehe mich einmal für euch so. Ihr könnt liegen bleiben. Und wir verfahren mit der anderen Seite. Das heißt, wir strecken das linke Bein, heben einmal das rechte Bein, bringen schon mal unsere Arme wieder hier über die Seite und legen uns jetzt auf die linke Seite, dass das gestreckte Bein wieder auf dem Boden ist. Und dann nehmen wir die Ellbogen, den oberen Ellbogen und führen ihn einmal zur anderen Seite. Der Körper bleibt in einer Linie, die Hüfte bleibt auf dem Boden. Ich bleibe hier gestreckt und probiere nur, den Brustwirbelsäulenbereich zu mobilisieren. Es darf dann so in der Schulter über die Brust hinweg ein bisschen ziehen. Gut, einen letzten. Und das genügt. So, anschließend gehen wir einmal in den Stand, stellen uns hin. Wir stellen uns ein bisschen breiter als schulterbreit hin. Wir werden jetzt Deep Squats oder auch Sumo Squats genannt machen. Wir achten darauf, dass die drei Punkte im Fuß, unser Bein, unser Außenriss und unsere Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Stellen wir uns ein bisschen breiter als schulterbreit hin und greifen zuerst einmal mit unseren Fingerspitzen unsere Zehen. Beine möglichst weit gestreckt lassen. So, jetzt hänge ich hier so ein bisschen drin, meine Schultern sind lang gestreckt. Ich habe noch einen Buckel im Rücken. Ich halte mich jetzt an meinen Zehen fest, lasse die Beine so weit gestreckt wie möglich und probiere mal meinen Buckel im Rücken in ein Hohlkreuz reinzudrücken. Ich schiebe meinen Hintern quasi ein bisschen nach hinten rein, bilde hier ein Hohlkreuz, dass ich so langsam die Streckung drin habe. Parallel halt ein bisschen in die Kniebeuge gehen, damit wir das Hohlkreuz da reinkriegen. Dann setzen wir weiter den Hintern ab, bleiben auf unseren Füßen stehen, setzen ihn ab, halten die Streckung im Rücken, erst gerade. In der tiefen Kniebeuge nehmen wir die eine Hand hoch, die andere und stehen auf. Ich mache das nochmal in der Seitwärtsdarstellung. Wir strecken unsere Beine, greifen unsere Zehenspitzen, sind jetzt noch bucklig im Rücken, drücken ihn ins Kohlkreuz rein, schieben den Hintern etwas nach hinten. Und wenn wir da die Streckung drin haben, dann fangen wir an, den Hintern abzusetzen. Die Brust bleibt nach oben geöffnet, der Rücken gestreckt. Wir nehmen eine Hand hoch, nehmen die andere Hand hoch und stehen in der Streckung auf. Noch einen letzten. Greifen wieder die Zehenspitzen, drücken den Rücken zuerst in die Streckung, setzen dann den Hintern ab. Öffnen die Brust nach oben, der Kopf bleibt oben, ich gucke ein bisschen zur Decke, hebe die eine Hand, hebe die andere Hand und stehe auf. Gut. Eine Mobilisationsübung habe ich noch dabei. Oder wir schütteln uns erstmal ein bisschen auf, verschnaufen mal kurz ein bisschen und gehen wieder auf den Boden. Vielleicht kennt sie auch schon der ein oder andere als herauf- und herabschauender Hund. Wir legen uns erstmal ganz entspannt auf den Boden. Meine Zehenspitzen sind nach hinten gesteckt, die Beine liegen nur locker auf. Die Hände positioniere ich in etwa in der Brust. Ich fange an, die Nasenspitze berührt den Boden. Dann schaue ich langsam nach vorne, nach oben. Mein Blick wandert weiter hoch zur Decke und ich strecke mich nach oben und knacke quasi Wirbel für Wirbel nach oben. Das Becken bleibt auf dem Boden liegen. Und dann gehe ich mit dem Kopf so weit wie möglich hoch, wie das Becken auf dem Boden liegen bleiben kann. Wer hier gut ist, kriegt die Arme gestreckt. Bei wem hier Schluss ist, ist das auch in Ordnung. Dann gucke ich nach oben und gehe jetzt in ein sehr übermäßiges Hohlkreuz. Das halten wir kurz und gehen wieder runter, etwas raus. Jetzt stellen wir die Füße auf. Drücken uns hier einmal kurz hoch
und gehen in den Down Dog, in den herabschauenden Hund. Dazu strecke ich jetzt meinen Hintern ein bisschen nach hinten. Ich gehe wieder ins Hohlkreuz, ähnlich wie beim Sumo Squat. Und drücke jetzt hier mich mit den Händen vom Boden weg. Schiebe meine Schultern hin zu meinen Ohren. Und probiere weiterhin meinen Rücken ins Hohlkreuz zu drücken. Zusätzlich, wenn ich in dieser Position bin, fange ich jetzt an, so ein bisschen die Fersen in Richtung Boden zu schieben, um die Streckung zu erhöhen. Wir gehen wieder raus und gehen wieder auf den Boden. Machen die Füße lang, legen die Beine locker, die Zehenspitzen auf, bringen wieder unsere Nase zum Boden und gehen jetzt wieder in den Updog. Der Blick wandert langsam nach oben, Stück für Stück, klack, Wirbel für Wirbel nach hinten. Und ich bringe meinen Blick zur Decke, bis ich die Arme fast oder ganz durchstrecken kann. Das Becken bleibt aber auf dem Boden liegen. Das genügt. Jetzt gehen wir wieder in den Down Dog. Ich fange an, stelle meine Zehenspitzen auf, drücke mich hier hoch. Gehe schon mal ins Hohlkreuz, drücke den Rücken hier schon langsam ein. Schiebe mich jetzt mit den Armen hier vom Boden weg. Bringe die Schultern hin zu meinen Ohren, schiebe die ein bisschen nach vorne lang. Also wir bleiben hier nicht so, sondern wirklich schön vom Boden wegschieben, die Schultern mitnehmen. Hier strecken, den unteren Rücken in ein Hohlkreuz bringen und jetzt die Fersen langsam zum Boden schieben. Hier hinten die Fersen, einmal runter zum Boden und ein bisschen halten. Gut, das genügt davon. So, das waren vier kleine Mobilisationsübungen, die auch jeder zu Hause machen kann. Ich denke, jetzt sollten wir bereit sein für so ein bisschen Workout im Rumpfbereich. Gut, dann muss ich auch mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Wir fangen auch an mit einem Klassiker, mit einem Plank oder erstmal kurz ein bisschen verschnaufen. Wir fangen an mit einem Plank. Dazu gehen wir einmal auf den Boden. Ich stelle die Übung vor. Wir gehen hier auf unsere Unterarme, stellen die Fußspitzen auf und wichtig ist darauf zu achten, dass der Ellbogen in etwa unter der Schulter sitzt. Nicht zu weit vorne, dann rutschen wir am Ende weg, sondern ich positioniere den Ellbogen unter der Schulter und bringe jetzt so ein bisschen Spannung auf meinen Hintern und auf meinen Bauch. Sollte hier nicht durchhängen, aber auch nicht zu weit oben sein, sondern probieren so den unteren Rücken in etwa parallel zum Boden zu halten, dass hier ein bisschen Spannung drauf ist. Auch ein bisschen Spannung auf die Beine, Hintern und Bauch anspannen. Das halten wir erstmal für ein paar Sekunden. So, genau. Wichtig, Hintern anspannen. Fußbreite kann variiert werden. Ein bisschen Spannung auf dem Bauch. Und dann reicht das erstmal. Als nächstes gehen wir in die Squats. Dazu stehen wir noch einmal auf. Wir suchen uns auch wieder einen festen Stand. Stellen uns jetzt aber nur in etwa schulterbreit hin, vielleicht ein bisschen tiefer. Und achten wieder auf den Drei-Punkte-Stand im Fuß. Das heißt, während der gesamten Übung bleibe ich stehen auf den Ballen, auf dem Außenriss und auf der Ferse. Kann ich jetzt die Hände quasi vor dem Körper ein bisschen zusammennehmen, stelle mich hier so fest hin und gehe jetzt in die Kniebeuge. Wichtig ist, die Brust bleibt oben. Sie guckt nicht nach unten weg, sondern bleibt oben, als würde ich sie an der Wand herunterlassen und setze mich jetzt hier ab in den tiefen Squat. Auch die Knie sollten nach außen drücken, hier nicht nach innen fallen, sondern ein bisschen nach außen drücken, dann bleibt ihr auf dem Außenriss stehen. Und dann jetzt wieder nach vorne, oben. Stellen uns, ich zeige das einmal seitlich, drei Punkte im Fuß, Brust aufrecht lassen. Und wir gehen hier in den Squat rein und heben ihn wieder an. Die Tiefe ist in etwa 20 cm über dem Boden oder orientiert euch ein bisschen an eurem Oberschenkel. Wenn er die waagerechte Halt erreicht hat oder ein bisschen darunter, dann ist das schon in Ordnung. Könnt auch die Hände zum Ausbalancieren so ein bisschen nach vorne nehmen
Und wer mehr Anspruch haben möchte, nimmt mal die Hände in Richtung überhalb des Kopfes. Dann streckt ihr automatisch die Brust ein bisschen weiter nach oben und bleibt hier gestreckter. Gut. So, als nächstes begeben wir uns dann wieder einmal auf den Boden. Das ist eine Übung für den Rücken. Wir liegen auf dem Bauch. Jetzt spannen wir aber mal die Beine an, heben die Füße in die Luft. Und wir werden jetzt mal eine Runde trocken am Land schwimmen. Das heißt, wir fangen an, die Füße so ein bisschen zu bewegen, hoch und runter. Das Knie sollte nicht den Boden berühren, die Füße auch nicht. Sie bleiben die ganze Zeit in der Luft. Dann blicken wir ein bisschen Richtung Bogen, strecken die Arme jetzt nach vorne und schwimmen quasi hinten im Kraulstil und vorne im Bruststil. Das heißt, ich strecke meine Arme nach hinten, schiebe hier einmal das Wasser nach hinten und wenn die Hände auf Höhe des Hinterns sind oder auf Höhe der Beine, geht die Brust ein bisschen runter. Knie und Füße bleiben weiter in der Luft und ich strecke mich nach vorne, bringe die Arme nach vorne und schiebe quasi wie beim Schwimmen das Wasser nach hinten und hebe in der Endposition die Brust ein bisschen vom Boden. Wir machen noch zwei Züge. Eins und zwei. Gut. Bleiben auf der Matte, drehen uns aber einmal um und legen uns auf den Rücken. Wir heben jetzt einmal die Beine und die Arme. Ich fange jetzt an und strecke einmal das rechte Bein weg. Auch dies bleibt in der Luft. Das andere bleibt hier angewinkelt. Jetzt nehme ich einmal antiparallel meine linke Hand zu meinem rechten Bein und strecke es nach hinten. Den rechten Arm strecke ich nach vorne, quasi mit meinem rechten Bein gemeinsam. Und jetzt tauschen wir die Position auf beiden Seiten. Das heißt, dass ich wieder antiparallel bin. Hier links gestreckt, rechter Arm gestreckt, also linkes Bein gestreckt, rechter Arm gestreckt und immer der Arm mit dem Bein nach vorne. Also linker Arm zeigt in Richtung meines linken Beins. Und ich tausche die Position. Und jetzt ein bisschen hin und her. Genau. Füße bleiben in der Luft. Jetzt nehmen wir noch zusätzlich die Brust ein bisschen hoch. Dann haben wir auch gute Kontrolle über unseren Bauch und wechseln hier ein bisschen. Gut. So, das war der, also ich kenne es unter dem Namen umgedreht oder liegender Hampelmann. Wir bleiben auch genauso liegen. Wir gehen als nächstes einmal in die Brücke. Das ist jetzt eine etwas einfachere Übung. Wir stellen die Beine auf, Unterschenkel möglichst senkrecht und drücken jetzt einfach nur unseren Hintern einmal hoch, dass wir hier eine Linie bilden. Auch wieder ein bisschen Spannung in den Bauch, Spannung in die Beine, in den Hintern auch mit reinbringen. Aber die Brust probiere ich ein bisschen hier zu entlasten. Das heißt, mit den Schultern im Brustbereich bin ich relativ locker. Spannung sitzt hier. Ich probiere nicht zu überstrecken, das ist auch nicht gut, sondern auch hier wieder eine natürliche Linie zu bilden. Und halte jetzt die Position ein bisschen. Dabei atme ich ein und aus. Probiere ganz bewusst mal den Oberschenkel ein bisschen anzusteuern und auch hier den Rücken. Und im Brustbereich entspanne ich mich ein bisschen. Gut. Wir gehen raus und setzen uns einmal hin. Beziehungsweise wir stehen auf und bringen noch mal ein bisschen was für die Beine mit ein. Als nächstes machen wir ganz simple Ausfallschritte. Ich wechsle mal ein bisschen. Gehe mit dem Fang mit dem rechten Bein an, tauche hier ab. Der Unterschenkel sollte senkrecht zum Boden sein. Ich gehe mit dem anderen Knie knapp über den Boden, bitte nicht auf den Boden aufschlagen. Und wippe jetzt hier ein bisschen in der Position. Bleibe aufrecht in der Brust, bringe Spannung auf den Bauch und tausche die Seite. Das linke Bein geht nach vorne. Auch hier der Unterschenkel auf den Boden.
kippe den festen Stand auf dem vorderen Fuß und wippe jetzt hier ein bisschen. Na, der Unterschenkel sollte 90 Grad sein. Bleibe aufrecht. Wippe jetzt hier ein bisschen, tausche nochmal die Seite. Man gehe wieder in den Ausfallschritt. Bleibe aufrecht im Oberkörper. Wippe wieder ein bisschen. Ist auch durchaus anspruchsvoll fürs Gleichgewicht. Tausche wieder die Seite. Ihr könnt auch ruhig die Hände hier ablegen, so wie ich. Halte das Knie in der Luft. Strecke mich hier. Auch der hintere Oberschenkel bildet mit dem Oberkörper eine Linie. Und wir gehen raus. So, dann zeige ich noch einmal den Seitstütz. Das ist unsere vorletzte Übung. Dazu legen wir uns seitlich hin. Füße sind langgestreckt. Ich setze meinen Unterarm wieder auf den Boden auf. Der Oberarm sollte oder der Ellbogen sollte unter unserer Schulter sitzen, sodass der Oberarm senkrecht zum Boden steht. Und dann drücke ich mich einmal in der Hüfte hoch. Schiebe auch den Hintern so ein bisschen nach vorne, dass ich hier nicht zu kurvig bin. Und probiere hier eine Linie zu bilden, die obere Schulter mitzunehmen. Der Arm liegt locker auf und ich stütze auf dem unteren Arm und bilde hier eine Linie im Körper. Der Kopf fügt sich dem Ganzen auch ganz normal mit ein. Gut, und wir setzen ab. Hier überspringe ich einmal die rechte Seite. Ich denke, das Vorgehen sollte klar sein. Und anschließend zuletzt möchte ich noch einmal Burpees zeigen. Dazu müsste man sich noch mal hinstellen. Sollte ein bisschen gucken, dass man über sich den Raum frei hat, da kein Kronleuchter oder so hängt. Und wir gehen einfach, machen jetzt noch Strecksprung, gehen einmal in die Kniebeuge, springen hoch, strecken uns, verharren jetzt hier kurz, setzen die Hände bei unseren Füßen auf und stützen uns jetzt quasi auf die Hände und springen mit den Beinen nach hinten. Ich mache es einmal vor, so, und wir springen wieder zu unseren Händen nach vorne. Also die Hände landen immer da in der Nähe des Fußes. Dann gehe ich wieder hoch, mache einen Hockstrecksprung, gehe wieder mit den Händen auf den Boden, springe hier einmal nach hinten mit den Beinen und springe wieder nach vorne zu meinen Händen und bringe hier den Hockstrecksprung. Gut. So, eine kleine Verschnaufpause. Das sind die Übungen, wie wir sie jetzt grob im Intervalltraining quasi abarbeiten wollen. Keine Sorge, ich werde da auch noch weiter was erzählen. Ich würde jetzt erstmal kurz die Gelegenheit zum Trinken und Verarbeiten geben. Und dann werden wir gleich weiter starten. Ich bereite auch das Ganze einmal vor. Gut, wir machen uns einmal fertig. Wir gehen schon mal auf den Bauch. Der Timer startet jetzt schon. Die Intervalle werden angekündigt durch einen Pfiff und einen Gong. Genau, jetzt geht es so langsam los. Und wir gehen in den Unterarmstütz. Wir machen 45 Sekunden die Übung und 15 Sekunden Pause immer dazwischen. Jetzt beim Unterarmstütz wieder gucken, dass der Hintern nicht zu tief fällt, dass wir Spannung haben im Bauch, im unteren Rücken und hier auch ein bisschen in den Beinen. Die Ellbogen sitzen unter der Schulter und wir halten diese Position. Wir nehmen den Kopf ein bisschen damit rein, gucken leicht nach unten, entspannen hier etwas die Wirbelsäule, genau, und halten die Position ganz gemächlich aus. Nebenbei das Atmen nicht vergessen, auch im Unterarmstütz. Genau, jetzt endet das Intervall und das Intervall ist zu Ende. Als nächstes geht es weiter mit Squats. Wir stellen uns also wieder hin, warten ein bisschen auf das Signal,
gucken schon mal, dass wir mit den drei Punkten auf dem Boden stehen, dass wir gleich loslegen können. Ballen, Außenriss und Ferse, das sind unsere drei Punkte und los geht's. Wir gehen runter in die Kniebeuge, die Knie bleiben außen und wir gehen wieder hoch. Der Rücken bleibt gestreckt, wir gehen runter in die Kniebeuge, lassen die Brust nach oben geöffnet und gehen wieder nach oben. Nehmen auch mal die Hände ein bisschen nach oben und mit dazu, das unterstützt die Öffnung des Brustkorbes und gehen hier wieder hoch. Wir senken ab den Hintern, bleiben recht aufrecht im Oberkörper und stehen wieder auf. Genau. Bleiben hoch. Für die Tiefe guckt ein bisschen, was euer Oberschenkel macht. Hier etwa parallel zum Boden, das ist eine gute Tiefe. Man kann auch ein bisschen unten verharren. Und weiter geht's. So, aus dem Stand direkt ins Schwimmbad. Wir gehen auf den Boden, machen uns schon mal fertig für den Schwimmer. Legen uns einfach auf den Bauch, können die Hände schon mal gucken, dass wir hier Platz haben. Verschnaufen ein bisschen und die nächste Übung startet. Beine gestreckt, leicht zappeln, Knie und Füße bleiben in der Luft und wir fangen an zu schwimmen. Wenn die Hände bei den Beinen sind, heben wir ein bisschen die Brust und wir gucken auch ein bisschen leicht nach unten, wie beim Brustschwimmen. Schieben hier das Wasser nach hinten, gehen mit der Brust ein bisschen hoch, bleiben schön mit den Beinen dabei, Knie und Füße bleiben in der Luft. Und ich strecke hier mich nach vorne und beim Ausschieben der Hände hinten gehe ich mit der Brust ein bisschen hoch. Genau. Und einen letzten und wir gehen über in den liegenden Hampelmann. Wir drehen uns einmal auf den Rücken, legen uns schon mal hier ganz entspannt hin. Wir können uns schon mal vorbereiten, indem wir das rechte Bein strecken, das linke annehmen, den rechten Arm zu unserem Bein strecken und den linken nach hinten über unseren Kopf hinweg. Genau, jetzt haben wir die Ausgangsposition und dann können wir hier einmal Arme und Beine wechselnd wegstrecken. Immer daran denken, linker Arm zum Bein, wenn das Bein gestreckt ist, und der rechte Arm dann entgegengesetzt. Genau, wir heben auch hier mal ein bisschen die Schultern, sodass wir zwischen unseren Beinen hindurch schauen können. Genau, dann sind wir jetzt noch frei mit den Schultern vom Boden und wir wechseln immer die Arme antiparallel zu den Beinen. Und durch. Als nächstes können wir genauso liegen bleiben. Wir machen weiter mit der Brücke. Entspannen schon mal so ein bisschen unseren Brustwirbelsäulenbereich. Den brauchen wir gleich nicht so dolle. Stellen die Beine schon mal im rechten Winkel zum Boden auf. Und drücken jetzt unsere Hüfte hoch. Wir bilden hier eine Linie. Ein bisschen Spannung auf dem Bein, auch hier wieder den kompletten Rumpfbereich durch. Ich wiederhole mich, wenn ich sage Bauch, Hintern und den unteren Rücken ein bisschen anspannen. Genau. Hier oben im Brustwirbelsäulenbereich. Probieren wir uns dagegen aber ein bisschen zu entspannen. Legen die Spannung hier rein und drücken das Becken ein bisschen hoch, dass wir hier eine Linie im Körper erreichen. Gut. Wir halten das ein bisschen und Ende. Als nächstes machen wir weiter mit den Ausfallschritten. Dazu stehen wir wieder auf, suchen uns ein bisschen Platz. Hoppala. Matte lasse ich mal hier. Wir können uns schon mal ein bisschen ausschütteln und fangen an. Ein Bein nach vorne. In den Ausfallschritt gehen, das hintere Knie berührt nicht den Boden. Wir wippen hier ein bisschen, bleiben hier aufrecht im Becken, tauschen die Seite, wippen wieder ein bisschen, bleiben hier aufrecht. Der Unterschenkel, der vordere, ist 90 Grad zum Boden. Ich halte das Knie knapp über dem Boden und tausche wieder die Seite.
ein paar Wechsel hier reinkriegen. Ich wippe leicht mit dem Becken hoch und runter. Habe hier ganz bewusst Spannung auch auf dem vorderen Oberschenkel. Und ich tausche die Seite. Hier wieder in den Ausfallschritt. Passt perfekt. Und wir bereiten uns vor für die nächste Übung. Es geht jetzt weiter mit dem Seitstütz. Dazu legen wir uns einmal auf die Seite. Ich starte jetzt einmal mit meiner linken Seite. Guck schon mal, dass mein Ellbogen unterhalb der Schulter ist. Mein Oberarm gleich 90 Grad. Und drücke jetzt aktiv meine Hüfte hier hoch. Gucke, dass die Schulter auch auf derselben Ebene wie der anderen ist. Schiebe mein Becken ein bisschen nach vorne und bringe hier in diesen seitlichen Stütz Spannung rein. Ruhig auch ein bisschen die Fußspitzen anziehen. Streck die Beine. Gucken, dass der Hintern nicht nach hinten wegrutscht und ein bisschen nach vorne geschoben wird und wir hier eine Linie bilden. Wir halten und atmen dabei weiter und machen uns einmal bereit für die andere Seite. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Genau. Gucken schon mal wieder Ellbogen unterhalb der Schulter. Machen uns bereit, können noch ein bisschen verschnaufen. Und es geht los. Drücke hier die Hüfte hoch. Lege meinen Arm locker an die Seite, der macht gar nichts, der drückt auch nicht hin und her. Sondern ich probiere ganz aktiv. Das Becken nach vorne schieben, Brust strecken und die Position zu halten. Dabei atme ich ein und aus. Wer hier nach hinten wegrutscht, der sollte auf seinen vorderen Arm achten. Wenn da der Ellbogen schön unter der Schulter liegt, dann sollte man fest auf dem Boden stehen können. Und wir atmen ein und aus. Und sind auch schon bei unserer letzten Übung, den Burpees. Wir suchen uns noch mal ein bisschen Platz, dass wir keinen Stubenhocker oder so wegtreten. Also so eure Körperlänge nach hinten sollte frei sein. Nach vorne braucht ihr nicht ganz so viel Platz. Bereitet euch ein bisschen vor. Und dann springen wir zum Ende der Runde nochmal. Okay, wir gehen in die Hocke, springen nach oben, nehmen die Hände mit nach oben, setzen die Hände bei unseren Füßen ab, springen nach hinten, springen nach vorne und nach oben. Hände bei den Füßen, Füße nach hinten weg, Füße nach vorne und die Hände nach oben nehmen und schön den gestreckten Sprung nach oben. Hände auf dem Boden, Füße nach hinten. Und wieder zu den Händen. Und dann selbstständig hintereinander weg. Nach oben, Füße nach hinten. Immer zu den Händen hinspringen. Die volle Länge mitnehmen. Und noch einen letzten. Und das war's. So. Okay. Ihr seht, ich schwitze auch ein bisschen. Also, ja, gut. Ja, man sieht es jetzt sehr gut in der Kamera. Wir haben jetzt kurz ein bisschen 3 Minütchen Zeit, verschnaufen ein bisschen. Kann schon mal sagen, wer möchte, schnappt sich schon mal einen einigermaßen schweren Gegenstand in der Umgebung. Muss nichts Besonderes sein. Hauptsache, ihr habt es in der Hand und könnt es vor der Brust halten. Das wäre praktisch für die Variation, ist aber nicht Pflicht. Ja. Ansonsten bin ich gleich wieder da. Ich werde nämlich auch noch mal einen kurzen Schluck nehmen. Gut. Ja, also keine Sorge, ist noch ein bisschen Pause da. Ich begebe mich schon mal ins Bild. So langsam können die Getränke wieder beiseite wandern. Ist kleine aktive Pause jetzt, sodass wir schon wieder ein bisschen Platz haben. Wir starten auch gleich wieder mit dem Unterarmstütz. Das heißt, wir können uns schon mal wieder auf den Boden begeben.
Knien. Erstmal bequem, dass wir gleich los können, weil ich denke mal, der Timer wird zu hören sein, ungefähr genau jetzt. Genau, wir gehen wieder in den Unterarmstütz. Ich habe versprochen, so ein paar Variationen reinzubringen. Ihr könnt erstmal so bleiben, gucken, dass eine Linie hier im Körper existiert. Jetzt können wir anfangen, so ein bisschen die Beine zu heben. Linkes Bein hoch, rechtes Bein hoch. Wir können mal die Füße auseinandernehmen und wieder zusammen. Mal einen kleinen Sprung, kleine Sprünge, weite Sprünge. Genau, können wir unsere Beine auch noch verwenden. Oh, ich sollte hier in der Geraden bleiben und nehmen einmal das rechte Knie und ziehen es hier nach vorne. Bleiben hier quasi auf einem Bein stehen, nehmen das andere Knie, ziehen es nach vorne und genau. So, es geht weiter mit den Squats. Ich habe versprochen, ein schwerer Gegenstand könnte von Nutzen sein. Ich habe mich hier jetzt für das lokale Heimatbier entschieden. Bisschen Werbung auch mit dabei. Und wir werden jetzt in die Squats gehen. Ich halte es vor meine Brust, diesen schweren Gegenstand. Stelle mich wieder hin, 3 Punkte im Fuß auf dem Boden. Gehe jetzt hier in einen tiefen Squat, stelle mich wieder auf. Der Kasten sollte am besten aufrecht bleiben. Genau, dass der Rücken auch schön gestreckt ist. Gehe hier in den Squat. Wer möchte, kann auch unten ein bisschen verharren. Nicht in die Russenhocke fallen lassen, sondern aktiv den Oberschenkel anspannen und wieder nach oben weggehen. Und wir halten, bewegen das Bier nach unten und das Bier nach oben, das Bier nach unten. Genau, und wir stehen auf. Und das war's auch schon. Gut, dann gehen wir einmal wieder ins Schwimmen rein. Legen uns flach auf den Boden. Der Bauch liegt auf dem Boden. Noch ein bisschen entspannt. Auch wenn es nur 15 Sekunden sind, die probieren noch zu nutzen. Gut, wir machen uns bereit. Strecken die Beine, Knie sind in der Luft, Fußspitzen sind in der Luft. Und wir schwimmen wieder. Hat gerade so Platz. Beim Hinten ausschieben, die Brust ein bisschen heben, vom Boden lösen. Jetzt können wir vom Schwimmen sogar, nicht direkt ins Kraulen, aber ein bisschen mit den Armen was anderes machen. Das bringt auch nochmal einen neuen Anspruch rein. Wir heben jetzt die Brust und probieren hier vorne mit den Armen so ein bisschen zu hacken. Genau. Können auch wieder zwischendrin ein bisschen schwimmen. Heben die Brust. Bleiben hier mal oben. Schwimmen nur mit den Beinen. Nehmen die Arme wieder nach vorne. Hacken hier ein bisschen. Knie und Füße bleiben in der Luft. Und das war es auch schon wieder. Dann geht es einmal in den liegenden Hampelmann. Wir legen uns auf den Rücken. Hoch. Das hier mal ein bisschen richten. Wir lösen jetzt von vornherein die Schultern vom Boden. Rechtes Bein und rechte Hand zum Fuß. Strecken. Wechseln. Genau, immer entgegengesetzt, den Spine nach vorne strecken und die Hand nach hinten. Und jetzt nehme ich mal meine Hände, führe sie an den Kopf, mache mit den Beinen die Bewegung weiter, bringe jetzt aber den Ellbogen immer schräg zum Knie hin. Und das Ganze auch ein bisschen flüssiger, zügiger. Dann sollten auch die schrägen Bauchmuskulaturen zu spüren sein. Gut. Wir können so liegen bleiben. Es geht weiter mit der Brücke. Mal ein bisschen gucken. Kopf geht auf den Boden. Stellen die Unterschenkel schon mal senkrecht zum Boden auf. Genau, und es geht los. Drücke meine Hüfte hoch. Spanne mich ein bisschen im Brustbereich, spanne den Hintern an, spanne ein bisschen die Oberschenkel an, bringe Spannung auf den Bauch. Und jetzt fange ich an, hebe mal das eine Bein. Ganz ruhig so ein bisschen angewinkelt lassen. Ziehe hier das Knie einmal zu meiner Nasenspitze quasi hin. Oder auf einem stehen. Der Hintern sollte sich jetzt hier auch nicht bewegen. Der bleibt in der Position. Ich bleibe quasi
mal mit einem Bein in der geraden Brücke und hebe das andere dazu an. Für einen kurzen Moment einbeinig hier stehen und wir wechseln. Und gut. Anschließend kommen noch einmal die Ausfallschritte, stehen wieder auf, suchen uns ein bisschen Platz nach vorne. Ich rutsche ein bisschen. Gut. Und das geht los. Gehen hier. Der Unterschenkel ist senkrecht zum Boden. Ich bleibe hier aufrecht in der Hüfte. Wippe ein bisschen. Wechsel. Wippe ein bisschen. Bleib aufrecht in der Hüfte. Und jetzt machen wir mal einen gesprungenen Wechsel. Das heißt, wir springen immer in den Ausfallschritt ein. Ruhig die Hände an die Hüfte nehmen. Sucht euch einen fixen Punkt im Raum, um das zu halten. Das Knie kommt nicht auf den Boden, das bleibt in der Luft. Und ich federe den Sprung so ein bisschen ab. Wer möchte, tauscht langsam. Wer hier ein bisschen die Herausforderung sucht, springt den Wechsel ein. Gut. Als letztes kommt noch einmal die Seitstütze. Oder als vorletztes, so rum. Wir legen uns erstmal wieder bequem auf den Boden. Gucken schon mal, dass unser Unterarm richtig sitzt. Und drücken uns jetzt hier einmal hoch. Halten den Arm hier. So. Wer möchte, kann jetzt die ganze Übung einmal auf den langen Arm verlagern. Unterarm ist auch okay. Jetzt auf dem langen Arm können wir dann einmal die Hand hochnehmen und dazu das Bein hochbringen. Hier so ein bisschen so einen Stern machen. Es wackelt etwas. Wenn der Hinterhand Spannung drauf ist, der Körper eine Linie bildet, können wir hier das Bein heben und senken. Einen letzten noch. Und gut. Ist auch für mich ein bisschen anstrengend. Ich glaube, die Jungs vom Kanal 29 dürfen hier nach einmal wischen, um das ganze Zimmer zu desinfizieren. Gut, machen wir uns bereit für die rechte Seite und drücken uns hier einmal hoch. Schieben wir das Becken ein bisschen nach vorne, bilden hier eine Linie, können auch variierend mal ein bisschen eine dynamische Übung draus machen. Das Becken heben und senken. Und wir können auch wieder auf den langen Arm. Das Becken heben und senken. Ist die Amplitude natürlich größer. Genau. Halten jetzt hier wieder ein bisschen. Bringen den Arm nach oben raus. Und heben das Bein. Ich rutsche ein bisschen. So. Sieht man. Hand unter die Schulter. Dann passiert das nicht. Gut. So, eine Übung noch. Dann sind wir, seid ihr für heute durch. Wir gehen wieder nach oben und es folgen die Burpees zum Abschluss. Mal kurz tief durchatmen. Gut, es geht gleich los. Und ab in die Hocke. Nach oben, Füße nach hinten weg. Füße wieder zu den Händen hin. Nach oben. Hände bei den Füßen absetzen, Füße nach hinten weg. Jetzt können wir noch einen kleinen Liegestütz mit einbauen. Nach vorne, nach oben, Hände zu den Füßen, Füßen weg, Brust zum Boden, ran, nach oben, Hände zu den Füßen, weg. Und so langsam fällt das Sprechen schwer. Schön beim Sprung nach oben strecken, weg, auf den Boden, langsam schneller werden. Das ist die letzte Übung. Und jeder für sich selbst. Puh. So. Ich brauche auch nur kurz ein bisschen Zeit. Gut. Ja. Noch eine Sekunde. Ja. So, das war's mit meinem kleinen Stabi-Workout. Die Übungen sind ganz einfach, kann jeder zu Hause machen.
Wie gesagt, sie lassen auch großen Spielraum für neue Ansprüche, um sich ein bisschen auszuprobieren. Und dann bleibt mir eigentlich nichts über, um ans Team überzuleiten. Wir machen noch einen kleinen Umbau, müssen noch mal die Kameras umstellen und einmal durchwischen wahrscheinlich. Gut. Hallo Jan. Hallo Max, lange nicht gesehen, ne? Ah, Valerie, kannst du noch mal ganz kurz den Monitor, das ist die zweite Sektion, da den dritten, der nicht rot leuchtet, kannst du den noch mal ausmachen? Dann hört man Jan hier drin im Studio nicht mehr so laut. Ich höre mich immer gerne. Ja, das weiß ich. Ja, schön, dass du da warst bei uns. Jan Lindemann vom Hermann Bildung Celle. Willst du einfach kurz erzählen, woher wir beide uns kennen? Ja, also vielleicht war es so, also ich bin den einen Tag aufgestanden, da stand so ein Typ in meinem Wohnzimmer. Der hat mich zuerst gefragt, ob ich das Sportangebot für einen hiesigen Streaming-Kanal, einen Kultur- und Zeller-Kanal quasi, betreuen möchte. Da habe ich erstmal nein gesagt. Ich habe gesagt, wenn mir jemand zum Sport braucht, dann kann ich auf jeden Fall mithelfen. Ja, wer war dieser jemand? Das ist Max. Da Hallo. drüben im Sessel, ihr kennt ihn, glaube ich, zu Genüge. Also ich bin der Mitbewohner von Max, um die kurze Auflösung zu bieten des Ganzen. Wir können uns tatsächlich auch über den Sportverein, in dessen Namen ich hier jetzt dieses Sportangebot gemacht habe. Genau, ja, da kennen wir uns eigentlich her. Der Hermann Bildung Celle e.V. ist ein Ruderverein in Celle. Einer von drei, man munkelt ja vier, da gibt es noch eine Schülerruderriege, aber drei Rudervereine. Der Rudersport in Celle ist ja durchaus sehr verbreitet. Genau, da haben wir uns auch überhaupt erst kennengelernt. Das ist quasi der gemeinsame Nenner und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist und das Training gemacht hast. Und ich glaube auch schon 10 Jahre her. Ja. 12. 12, ja. Ja. Ich fand sehr gut, wie du das Training jetzt gegeben hast, erst die Übung erklärt hast, dann einmal vorgemacht hast und dann vor allem noch eine Variation eingebracht hast. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht so die zweite Variante machen, wenn ihr bei der ersten sagt, okay, das ist schon, dann macht ihr einfach damit weiter natürlich, ne? Ist jetzt ja kein Muss. Genau. Ich wollte jetzt nicht die Worte klauen. Also ja, also ich habe mir gedacht, ich hole am Anfang ein bisschen alle ab, indem ich einmal kurz so eine Handvoll Übungen erkläre. Das sind auch so die typischen Übungen, die kennt man vielleicht aus dem Fitnessstudio oder schon von anderen Streams. Dann bauen wir das in ein kleines Training ein. Ich mag dieses Intervalltraining ganz gerne oder auch Tabata genannt, gibt ja mittlerweile viele tolle Namen dafür, HIIT oder so. Also das kann sich ja auch jeder zu Hause runterladen. Es gibt tausend und eine Apps, glaube ich, im App Store dafür. Genau, Und da dann wollte ich diese gerade mal fragen, welche App hast du denn benutzt? Ich habe den, ich glaube, das heißt einfach nur Tabata-Timer. Den gibt es aber auch leider nur im Android-App Store. Für iPhone haben wir schon im Training festgestellt, geht das leider nicht. Aber auch da gibt es äquivalente Produkte. Ansonsten lädt man sich mal eins runter, probiert das aus. Wie gesagt, ich finde dieses Intervall mit dem Kommando der Intervallzeiten ganz cool, weil das ganz gut motivierend ist. Und Ja. das leitet einen auch gut durch so ein Training, als wenn man dann irgendwie jedes Mal selber die Stoppuhr neu stellen muss. Ja. Welche Intervallzeiten hast du jetzt eben gerade beim Training gewählt? Das waren 45 Sekunden Arbeit und 15 Sekunden Erholung. Ja. Also aus Erfahrung weiß ich auch, also 60 Sekunden Arbeit und 20 Sekunden Erholung ist auch ganz gut. Man kann aber auch irgendwie 30, 10 machen und dann die Übungen entsprechend variieren oder ein bisschen intensiver gestalten. Da kann sich, denke ich, jeder ganz gut selbst ausprobieren. Ja, sehr gut. Das heißt, ihr habt in der Zeit quasi auch noch Möglichkeiten zu variieren. Also ein voll variables Training quasi für jeden Fortschritt, sage ich mal, für jeden Trainingsfortschritt. Sehr gut. Wir machen das ja mit unseren Interviewgästen, auch wenn ich jetzt natürlich total im Bilde bin, machen wir das jetzt trotzdem mit allen Interviewgästen ja so, dass wir einmal ganz kurz fragen. In dem Fall sprechen wir halt über den Hermann Bildung Celle, den Ruderverein. Was ist da deine Rolle und wie ist dieser Verein jetzt mit der Corona-Pandemie? Also ich bin dort im Hermann Bildung Celle zum einen Jugendleiter, also Teil des Vorstandes dort. Das war jetzt so fragend. Also Teil des Vorstandes, ich kümmere mich so ein bisschen um alles rund um die Jugendlichen, also gucke, dass da ein bisschen Programm aufgestellt wird, probiere unsere einzelnen Trainer auch zu unterstützen, leite da so ein paar Veranstaltungen an, sei es irgendwelche Ausflüge, Wanderfahrten, kümmere mich mit um Regatten. Aber auch so Sachen wie Weihnachtsfeiern, also so Sachen, die einfach ein bisschen Spaß machen, wo man die Leute zusammenbringt. Und bin natürlich auch immer so ein bisschen die Vertretung der Jugendlichen, also zumindest finde ich das auch im Vorstand.
Und zum anderen bin ich auch noch Junior-Trainer bei uns im Verein. Ich kümmere mich da um die grob 14- bis 17-, 18-Jährigen im Wettkampfsport. Das heißt, die Sportler, die bei uns regelmäßig, also bis zu keine Ahnung, von 5 bis in starken Wochen auch mal 9-mal oder so Sport machen und dann die Wettkämpfe in der Frühjahrssaison mitfahren und auch die im Herbst. Also die sich auch ganz gezielt auf deutsche und Landesmeisterschaften vorbereiten. Also mehr so das fortgeschrittene Training mit fünf Ja, bis genau. neun Mal. Genau, das fortgeschrittene Training, die Leute, die dann durchaus ein bisschen sportlicher unterwegs sind, wobei dadurch, dass ja auch die 14-Jährigen mit annehmen, ich auch viel Grundlagentraining mache. So. Ja, aber jetzt fängt ja nicht jeder mit 14 an zu rudern und auch nicht direkt mit fünfmal die Woche. Wie ist da so der reguläre Prozess? An wem muss man sich wenden? Werbung. Also ja, als Anlaufstelle bin grundlegend für Jugendliche ich immer gut. Also alles, was unter 18 ist, gerne eine Mail an mich. Ihr findet mich auf der Homepage. Ihr findet mich über, wenn ihr Facebook oder so auch unseren Verein anschreibt oder so, sollte das alles ankommen. Da einfach kurz bei mir melden, da können die Leute ganz normal rankommen. Ich betreue auch Leute, die jetzt oder kümmere mich auch um die Leute, die jetzt nicht zwangsläufig den Wettkampfsport machen wollen und die einfach nur das Rudern einmal ausprobieren wollen. Dann bin ich halt wieder mehr so in der Rolle des Jugendwartes drin. Also da kriegen wir schon jeden unter. Und für alle Quereinsteiger, die sagen wollen, sie fahren irgendwann Wettkämpfe oder so, nehme ich die dann auch meist mit Trainings rein und dann machen wir ein bisschen individuellen Plan, der dann meist dazu abzielt, die anderen Leute halt dann auch mit in die Gruppe reinzubringen, sodass sie irgendwann in der Lage sind, halt da auch ganz normal in der Gruppe zu trainieren, aber halt mit entsprechender Eingewöhnungszeit. Ja. Wir schmeißen da auch niemanden ins kalte Wasser, also vielleicht fällt man mal ins kalte Wasser beim Rudern, aber eigentlich haben wir das bisher ja auch immer hingekriegt, die Leute dann so ein bisschen mit an der Hand zu nehmen und ja halt mit einzubringen. Ne? Apropos an die Hand nehmen, was man ja aktuell nicht machen soll, Ja. wie geht denn der Verein aktuell mit der Corona-Krise um? Ich meine, neunmal die Woche Training, ist das noch Nee, nee, möglich? nee. Also zu dem Training an sich. Eigentlich wäre jetzt just in diesem Moment, ich glaube nächstes Wochenende wären wir in Köln gewesen. Die Regattasaison, die ist einmal komplett weggefallen. Samt des nationalen Wettkampfs, vielleicht können wir im Herbst wieder irgendwelche Landesmeisterschaften fahren. Dementsprechend ist dann auch das Training bei meinen Sportlern so ein bisschen reduziert. Also wir würden jetzt quasi am meisten im ganzen Jahr rudern, aber das ist dann ein bisschen runtergebrochen. Aber man muss auch dazu sagen, ein bisschen Glück haben wir als Ruderer, weil wir fallen unter die Kategorie Freiluftsportler. Also wir sind ja auf der Aller unterwegs und 2 Meter Abstand ist da auch absolut kein Problem. Eher im Gegenteil, wenn wir uns näher als 2 Meter kommen, ist wahrscheinlich eins der beiden Boote danach kaputt. Und daher ist es so, durch den niedersächsischen Landesbeschluss, Rudern oder die Interpretation des Ganzen, Rudern im Einer geht wieder. Wir haben ja verschiedene Bootsklassen, Einer, Zweier, Vierer bis Achter. Und alleine darf man sich wieder ein Boot schnappen. Und wir haben das als Verein so, also wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, es dürfen nicht mehr als 2 Leute ins Gebäude rein. Wir vergeben jetzt immer Termine, aber auch wöchentliche Termine, da kann man sich auch einfach, also wenn das ein oder andere Vereinsmitglied zuschaut, einfach über die Homepage draufgehen, sollte man finden, gibt es einen extra Reiter Corona, kann man dann Trainingszeiten anmelden, sich die geben lassen. Das ist auch nur, damit wir ein bisschen gucken können, dass da nicht zu viele Leute auf dem Gelände rumlaufen. Und wie gesagt, es dürfen nur 2 auf den Steg und nur 2 in die Bootshalle. Aber man kann sich immerhin noch gegenseitig beim Tragen der Boote helfen. Weil so ein Ruderboot ist 5 Meter lang, also da 2 Meter Abstand zu halten, ist kein Problem. Aber unser Vereinsheim, leider Gottes, ist also für so Krafttraining, wir haben auch einen kleinen Kraftraum, ist es nach wie vor gesperrt. Umkleiden ist halt auch nicht. Wir müssen dann mit den Sportklamotten dahin kommen und dürfen eigentlich auch das Gebäude nur betreten, um die Boote rein und rauszubringen. Also mit geselligem Zusammensein nach dem Training, vor dem Training, zwischen Schule und Training, wie das sonst so ist, ist leider noch nicht die Möglichkeit. Aber wir können zumindest wieder ein bisschen Sport machen. Das ist schon sehr schön. Aber es gab ja auch mal eine Zeit, da war gar kein Sport möglich. Ja. Wie bist du da mit den Aktiven umgegangen, die gerade mehr so in Richtung Leistungssport gehen? Eher so die Kategorie 5 bis eher 9 Mal die Woche Sport? Das war eine ganz schwierige Zeit, weil ja zuerst auch noch nicht die ganzen Wettkämpfe abgesagt waren und man nicht wusste, wie soll es jetzt weitergehen. Und wir waren halt quasi, ja, die Absage kam 2 Wochen oder so, bevor wir ins Trainingslager nach Berlin fahren wollten. Da haben wir dann schon alles dicht gemacht und dann wussten wir nicht, ob noch Meisterschaften stattfinden, wie man jetzt das Training weitermacht,
wie man auch den Sportler fit hält, ist auch für so einen Sportler gar keine leichte Situation, weil die natürlich auch zu Hause sitzen. Ich kann nichts mehr machen. Aber ich muss irgendwie Ende Juni topfit sein, weil ich da eine Meisterschaft fahren möchte. Und von daher war sogar für uns zwischendrin die Absage der Meisterschaft natürlich für einige auch niederschmetternd aufgrund der Arbeit, die man auch bereits reingetan hat, aber zumindest besser als die Ungewissheit. Aber ja, da haben wir dann einfach so ein bisschen so Training geplant. Viele, also wir als Rudra machen auch gerne nebenbei ein bisschen andere Sportarten, unter anderem Rennrad und Langlaufen. Und dann haben wir da auch habe ich Trainingspläne rausgegeben, wo man zu Hause irgendwelche Stabi-Übungen machen kann, haben einen Trainingsplan geschrieben, haben so ein paar extensive Ausdauereinheiten für Rennrad, für Laufen. Wir haben die Ergometer im Verein verteilt. Also wir haben so ein paar Ruderergometer, die sind dann an einige Leute rausgegangen, dass sie was zu Hause machen können. Und wir haben auch angefangen, so ein bisschen Challenges zu machen. Über den Ruderstützpunkt in Celle wurden da ein paar Challenges organisiert. Vom Landesverband gab es so ein paar Sachen. Mittlerweile hat dann auch Schülerruderverband, Deutscher Ruderverband Challenges hochgeladen. Also man konnte sich da an ganz vielen beteiligen. Und wir hatten dann am Ende sogar noch so eine kleine Vereins-Kilometer-Sammel-Challenge. In zugegebenermaßen auch nicht meine Idee, sondern wo abgeguckt. Da hatten wir dann noch so ein paar Bilder gedruckt und an die Leute mit den meisten Kilometern ging dann sogar quasi so ein kleines Pokal oder so ein kleiner Pokal raus. Ja. Vielen lieben Dank, Jan, dass du heute da warst. Ja, bitte. Ich bin auch bestimmt irgendwann bald mal wieder zu Hause, wenn ich nicht in diesem ganzen Studio gedöns bin. Ja, man sieht dich in letzter Zeit wieder selten. Erst ganz viel und dann gar nicht mehr. Genau, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Vielleicht sieht man sich ja in diesem Rahmen nochmal wieder. Ich würde jetzt einmal ganz kurz an Helge überleiten, der jetzt hier einmal kurz weitermacht. Der gibt euch nochmal eine Ausschau auf die kommenden Tage. Und dann spielen wir nochmal unser super Intro ab. Eigentlich ist es ein Intro, aber wir spielen es jetzt auch als Outro, weil wir es einfach so toll finden. Ich habe das noch gar nicht gehört, ich bin sehr gespannt. Ja, das lief eben auch zwischendurch, zwischen dem Tanzhaus und dir. Genau, das läuft ganz am Ende nochmal. Dann bis zum Ende dranbleiben. Und in dem Sinne würde ich uns beide jetzt einmal kurz verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Es geht aber noch mit Helge weiter. Tschüss. Ciao. Ja, schönen guten Abend, ich nochmal. Nee. Ja, ich moderiere mal einmal kurz ab. Ihr habt jetzt auch alle Sport gemacht und wollt jetzt bestimmt alle unter die Dusche und baden und ab ins Bett, total fertig. Ich wollte auch gar nicht mehr lange aufhalten. Ich wollte nur nochmal, wie Max schon sagt, so eine kleine Programmvorausschau nochmal erzählen, was euch die nächsten Tage so erwartet. Wir sind ja immer dran. Und zwar geht das los mit der Clubkultur am Freitag. Bis dahin sind es ja auch nur noch 2 Tage und da gibt es dann wieder Musik vom Feinsten. Und zwar haben wir 4 DJs im Haus und es geht los mit Control. Der wird euch ein bisschen Disco-House spielen. Dann geht es weiter mit Rowdy, der spielt euch den sogenannten Ghetto-Tech. Ich bin sehr gespannt. Stibber, der ja eigentlich Drum-Bass auflegt, hat gesagt, einfach Multikulti-Programm, ich mache mal ein bisschen was anderes. Und der wird ein kleines Mash-Up-Set spielen und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und zu guter Letzt, wie wir es halt von der Clubkultur kennen, dadurch, dass wir als Stairshock Events halt diese Veranstaltungen quasi im Griff haben und die verwalten, muss das mit Drum Bass enden. Und so wird es auch wieder sein mit DJ Heinz. Der wird euch noch ein paar Kracher um die Ohren hauen. Ja, das zu dem Freitag soweit. Programm geht Samstag direkt weiter und zwar mit dem Autokino. Da muss ich Max noch mal einmal ganz kurz fragen. Herdensing wird im Autokino, also wird im Studio aufgenommen und übertragen oder ist das... Das wird drüben stattfinden auf der Live-Bühne, genau, dass ich hier nichts Falsches sage. Herrensing, ganz coole Geschichte, sowieso schon seit Jahren erfolgreich, kann man schon so sagen. Und jetzt wieder verfügbar. Das Autokino haben vielleicht auch schon einige haben vielleicht schon bei den Celtics mal zugeguckt, die hatten wir ja auch schon da. Ja, oder gucken sich da die Tage auch nochmal ein paar Filme an. Also auch gerne über die CD-Kaserne mal reingucken, was da für ein Programm läuft. Zurück zu Samstag, Herdensing, Autokino, checkt das aus und kommt vorbei. Sonntag
geht's weiter mit unserem anderen Format Handgemacht, betreut von der Kri. Wer ist eigentlich da, Max? Kann ich ja. Okay, es ist kein Geheimnis mehr. Kalli Strock ist zu Gast. Tatsächlich. Also nicht verpassen. Ne? Also schaltet ein. Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag am besten live vor Ort. Und ja, das ist erstmal so die Programmaussicht. Für genaue Zeiten checkt einfach unsere Facebook-Seite, unser Insta-Account, unsere Homepage. Ihr werdet immer auf dem Laufenden gehalten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, können wir diesen Abend, diesen sportlichen Abend, also für uns jetzt nicht so, aber für die Darsteller und euch zu Hause, wünschen wir euch im Namen des kompletten Kanal 29 einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen. Kanal 29. Kanal 29, der Zeller Kulturstream für Stadt und Land.